So, da sind wir wieder. Und eigentlich... Ja, pscht. Ist doch gut jetzt. Eigentlich wollte ich schon eher aufnehmen, aber ich habe heute ein bisschen zusammengepackt. Habe heute schon mal wieder eine Kiste mit Deko-Sachen zusammengepackt, wegen meinem Umzug, ihr wisst es ja. Und habe... Was heißt ein paar? Hab die Nägel aus der Wand gezogen, die ich dann drin hatte. Und ja, hab's dann halt nicht so ganz geschafft. Was zur Hölle ist das? Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Ja, Gott, ist ja gut, eh. Was ist denn los mit dem? Wo muss ich denn eigentlich hin? Sache zu besprechen. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Okay. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ja, wohin? Atlas, hallo? Ich bin hier falsch. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss, Atlas. Ne, der ist ja super. Ich da rein? Ich glaube ja. Ja, okay. Au. Gib mir einfach alles. So. So. Was ist denn da los? Oh, jetzt habe ich schon zwei, ne? Ist das dein Bär? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Sujong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Was stimmt mit dem nicht? Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Sushong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt. Wiegt 27 Kilogramm. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Was ist los mit dir? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Hell! Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Halt die Klappe, ich bin rein. Der Freier hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Mhm. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor?
Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Was? Der Freie hat die Wahl! Der Sklave gehorcht! Warum? Ihr habt den Schläger kaputt gemacht. Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Bin ich so freundlich? In welche Maschine? Ich meine, ich möchte ja auch noch raus, ne? Nein, noch nicht. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Ich möchte eigentlich nicht. Aber ich möchte ja auch nicht untergehen. Und jetzt? Ich verstehe den nicht. Mein Freund, in meinem Geschäft braucht man mehrere Themen. Herrgott, ich war schon mal 6 Monate bei der Chinesen. Aber du bist ein feiner Kerl. Darum sollst du die Wahrheit erfahren. Was? Natürlich könnte die Tatsache mitgespielt haben, dass du genetisch darauf getrimmt warst, bei dem Kommando wärst du so freundlich, sofort zu spuren. Aber trotzdem, nur weil die Maschine den genetischen Schlüssel verarbeitet hat, und den Spielkorn mal abgenutzt hat, Richard von vorne bis hin zu mir. Du warst ein guter Kumpel. Aber wie sagt man so schön? Na, warte. Ups. Hi. Oh mein Gott.
Ach, ist doch nicht wahr. Ah, okay, so, ja. Ich komme. Ich falle. Das war die ganze Zeit. Es war die ganze Zeit Fontaine. Die ganze Zeit. Und ich bin scheiß Soldat. Ich wurde konditioniert. Was zur Hölle? Ich möchte Fontaine töten. Ich will es. Ich möchte nicht fliehen. Ich möchte diesen Fontaine. Ich will den nicht lebend erwischen. Nicht mehr. Nein. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Was? Ja, aber ich war doch am Anfang im Flugzeug. Oder wurde mir das eingepflanzt? Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Was? Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Okay. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Okay. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchong hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Kommen Sie, Tinnenwurm hat gesagt, er hilft uns. Okay. Ich komme. Ah. Okay, nein, geh aus. Da ist er. Der wird uns alle retten. Ich mag ihn. Ich mag mich auch. Er ist hier, um uns zu helfen. Ja, ja. Okay, Kleine, alles gut, alles gut. Oh Gott, sei Dank. Habt ihr nichts mehr anderes? Explosiv, Normalschrot, okay. Wer, der macht doch die Scheiße endlich mal aus hier. Steckst du also mit Tennenbaum unter einer Decke, was Kleiner? Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay, wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Nein, fick. Entschuldigung. Nein! Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Das befürchte ich auch! Halten wir so viel aus. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben.